Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und lasst euch nicht stören, der Ditschen steht da im Hintergrund, hängt gerade Wäsche ab. Seine eigene natürlich, ich lasse ja niemanden an meine Wäsche ran, ne? Aber egal, das ist wieder ein anderes Thema. Wir befinden uns gerade beim Rauchtag, beziehungsweise heute ist der Rauchtag bei Pokémon. 6 Stunden streamen, ihr sollt den Rauchtag ja zu Hause spielen, von 11 bis 17. 10 Uhr, genau. Jede Stunde kommen andere Pokémon aus dem Rauch. Aber für diejenigen, die sich nicht für Pokémon interessieren, warum jetzt das Video? Ich wollte mir natürlich was Gutes zu trinken gönnen während des Videos, damit ich bei Energie bin, damit ich fit bin, damit ich Power habe, Junge. Und da habe ich was gefunden. Nämlich das, was komisch aussieht, ne? Nennt sich Aquarius mehr als Erfrischung. Mit Magnesium-Limette. Das ist auch schön kühl aus dem Kühlschrank. Hier steht auch, hol zurück, was der Tag dir nimmt. Wenn du mehr als Wasser suchst, um deine Ziele zu erreichen, probier Aquarius. Woo! Deckt 20% des täglichen Magnesiumbedarfs ab, plus erfrischender Limettengeschmack. Wir haben aber nicht nur das. Das wäre zu wenig. Wir haben auch noch Aquarius Wasser plus Zink. Zitrone! Wenn du mehr als Wasser brauchst, um deine Ziele zu erreichen, probier Aquarius! Und neben Limette und Zitrone haben wir auch noch Aquarius Wasser plus Magnesium. Blutorange. So, jetzt checke ich gar nichts mehr, weil da ist Magnesium drin und da auch. Das heißt, wenn ich beide trinke, habe ich dann 40% des Tagesbedarfs. Junge, wie viele Flaschen muss man denn da trinken, damit man endlich mal die 100 erreicht? Und zwischendurch natürlich noch Zink mit Haaren. Die muss man aber abmachen. Die wollen wir jetzt mal fix probieren. Mal gucken, wie das ist. Und heute gibt es auch leider kein 5-0er Dosenbier am Ende. Eigentlich exe ich ja immer eine Dose 5-0er Dosenbier am Ende einer Sendung, wenn ich Getränke teste. Aber gleich im Stream gibt es ja 5-0er Dosenbier, deswegen werde ich darauf jetzt verzichten, werde dann gemütlich im Stream eins trinken und dann habe ich meine Aquariusen, wie auch immer. Wir fangen aber mal an mit dem Magnesium-Limette. Öffnen das mal, das ist bestimmt auch alles ohne Kohlensäure. Einfach nur mit Geschmack. Riecht natürlich extrem säuerlich, wie wenn ihr euch so Zitronat kauft und dann in die Nase tröpfelt. Warum sollte man das tun? Man weiß es nicht. Merkst du den Power? Ja, schmeckt auf jeden Fall abartig, aber ist wenigstens gekühlt. Da kriegt man auch gleich noch Hunger. 0,9 Liter vor allem. Wo habt ihr denn schon mal 0,9 Liter gesehen? Ich kenne ja 0,75 oder 0,7 oder 1 Liter oder 1,5 oder 10 Liter. Aber 0,9 ist für mich neu. Also, ich glaube, man kann es trinken, wenn man wirklich richtig Durst hat, ausgelaugt ist. Beim Radfahren, beim Duschen, beim Schlafen, wenn ihr nachts aufwacht und wollt euch so ekeln, dass ihr gleich wieder einschlaft. Trinkt Aquarius mit Limette. Ansonsten ist es halt ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ist auch noch haltbar bis 6/2020. Und wenn wir schon bei Limette sind, probieren wir natürlich gleich die Zitrone. Dürfte ja im Prinzip fast so ähnlich sein, im Prinzip das gleiche in grün, obwohl es weiß ist und das andere eher grün ist, aber ihr wisst ja, wie ich es meine, ist sogar bis 28.07. haltbar. Ein Monat länger, Zitronen sind haltbarer wie Limetten. Haben wir wieder was gelernt, Adi? Was ist schon wieder Dreck im Auge? So, wir riechen nochmal, riecht genauso. Schmeckt auch genauso widerlich, nein, natürlich nicht. Ich finde, die Zitrone schmeckt sogar besser. Die hat irgendwie, also die ist nicht so aufdringlich, die schmeckt auch vordergründig einfach nur komplett nach Wasser und ihr habt einen leichten zitronigen Touch, der im Nachhinein zu schmecken ist. Da fand ich die Limette insgesamt viel zu aufdringlich. Das habt ihr nämlich schon direkt, wenn ihr ansetzt und trinkt, ihr merkt sofort diesen gammeligen Geschmack, diesen sauren, säuerlichen, der sich überall breit macht. Bei der Zitrone habt ihr Wasser mit einem Nachgeschmack. Ist also schöner, finde ich. Da hat man den Mist nur einmal und schmeckt den jetzt aber blutorange. Ich weiß, warum haben die denn so
brutale Sorten, von denen man immer Sodbrennen bekommt. Wieso können die nicht mal so Apfel, Birne, Erdbeere oder Himbeere, wie auch immer. Nein, sie machen Blutorange, Limette, Zitrone, Kugelfisch, alles dabei, alles was brutal ist auf jeden Fall. Wir probieren aber noch die Blutorange. Die riecht auf jeden Fall sehr fruchtig, sieht auch am besten aus, wie ich finde. Ja, und schmeckt auch am besten, ne? Hat der Ramses wieder mal das Beste zum Schluss rausgepickt. Jetzt ist das Ganze auch noch von der Coca-Cola, Coca-Cola European Partners DE, also Coca-Cola, ne? Die wissen ja, wie sie den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen. Die erfinden einfach alles und da steht nicht mal Coca-Cola drauf und der Ramses kauft es trotzdem. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie teuer das war, aber kennt ihr das, ne? Aquarius, schreibt's mal in die Kommentare, wenn ihr das auch schon mal probiert habt. Ich habe jetzt nur die drei Sorten gesehen. Wenn es noch mehr gibt, sagt mir bitte nicht Bescheid. Aber kann man auf jeden Fall mal trinken. Ich habe jetzt schon Bauchschmerzen. Vielleicht einfach, weil es zu kalt ist und weil die ganzen verschiedenen säuerlichen Geschmäcker nacheinander auch nicht ratsam sind. Aber kann man natürlich trinken, wenn man kurz vorm Verdursten ist, geht das immer mal. Stellt euch vor, ihr seid in der Wüste. Keiner da, weit und breit, und dann findet ihr plötzlich eine gut gekühlte Flasche Aquarius vor euch in der Sanddüne. Dann greift ihr herzlichst zu und genießt das wie kein Zweiter. Die ganze Flasche auf Ex, kann man gleich Challenge machen. Jeder eine Flasche Aquarius und dann wisst ihr Bescheid. Nein, das brauche ich jetzt auf jeden Fall für den Stream. Jetzt gibt es also keine Dose 5.0er, aber gleich im Stream. Wenn ihr das Video seht, ist das eh schon wieder vorbei. Aber gleich im Stream gibt's gemütlich ein Döschen. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und die habe ich übrigens aus dem Rewe, ne? Wisst ihr Bescheid.